Du kennst bestimmt Artikel wie diese hier. Du weißt, das sind nur Werbebotschaften, aber trotzdem werden sie jeden Tag neu veröffentlicht und es wird dir suggeriert, dass man dir angeblich die Zukunft vorhersagen kann und dir sagen kann, welche Aktien in der nächsten Zeit sich am meisten lohnen und was du mit deinem Geld tun solltest. Menschen, die sich schon länger mit dem Thema Investieren beschäftigen, haben vielleicht schon die eigene Erfahrung gemacht, dass diese Botschaften und diese Aussagen oft sehr, sehr werblich sind. Und am Ende, wenn man den Empfehlungen folgt, das nicht selten überhaupt nicht aufgeht. Dementsprechend gibt es einige Leute, die bereits verstanden haben, dass das im Grunde genommen nichts als Prognosen und reißerische Botschaften sind, um schlussendlich einfach mehr Klicks, mehr Likes, mehr Kommentare zu generieren, weil das die Währung im Internet ist und darüber einfach mehr Werbeeinnahmen auch entstehen. Wenn du aber noch neu dabei bist, dich gerade mit Altersvorsorge vielleicht beschäftigst, mit Vermögensaufbau, gerade anfängst, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann ist die Gefahr hoch, dass du auf solche Aussagen reinfällst. Dass du tatsächlich denkst, die Journalisten, die Schreiber dieser entsprechenden Artikel könnten dir tatsächlich sagen, welche Aktien du kaufen sollst. Du könntest jemand sein, der nicht versteht, was dahinter steht und dass es meistens auch Finanzunternehmen sind, die diese Nachrichten publizieren, immer mit dem Ziel, dass du etwas Bestimmtes denken sollst und kaufen sollst. Und genau davor möchte ich dich gerne schützen. Ich möchte dir gerne folgende Logik mitgeben. Wenn du siehst, dass in irgendwelchen Medien, Zeitungen, Artikeln gesagt wird, dass gewisse Aktien 100 oder gar 1000% Rendite im nächsten Jahr machen, frag dich bitte eins. Warum sollte ein Journalist, der das veröffentlicht, tatsächlich, wenn er es doch wüsste, das verraten? Warum sollte man, wenn man doch weiß, wo die besten Pilze im Wald stehen, das jedem erzählen und sie nicht einfach selbst holen? Es ergibt gar keinen Sinn, dass jemand mit Gewissheit das vorhersagen kann und dann auch noch der Allgemeinheit verrät. Da müsste eigentlich jeder merken, dass es gar keinen Sinn machen kann und dass es eben komplett falsch ist und am Ende gelogen ist. Und das ist genau das Prinzip der Medien. Die spielen mit unserer Gier, die so eingeschränkt in dem Moment ist, als dass wir nur diese Rendite sehen und gar nicht hinterfragen, ob das möglich ist. Und über diese Psychologie wird Geld verdient, werden Klicks generiert und werden Werbeeinnahmen generiert. Und ich möchte einfach, dass du verstehst, dass du dort gar nicht weiter drauf hinhören sollst und diese Aussagen, die so reißerisch sind, im Vorhinein direkt identifizieren kannst. Jetzt gibt es natürlich auch andere Aussagen, wo es jetzt nicht so extreme Renditen beispielsweise sind, wo es vielleicht um Renditen von 15% oder 20% pro Jahr geht. Da sei aber auch Folgendes gesagt. Der Aktienmarkt an sich ist die attraktivste Renditequelle der letzten 100 Jahre. Deswegen macht es natürlich Sinn, den Aktienmarkt, also einen hohen Aktienanteil in seinem Vermögensaufbau zu haben. Jetzt ist es aber so, dass der Aktienmarkt als Ganzes im Durchschnitt ungefähr 9% im Schnitt pro Jahr an Rendite abholt. Und es gibt extrem wenig Menschen, die es schaffen, über eine längere Zeit eine höhere Rendite einzusammeln. Das ist statistisch gesehen nahezu unmöglich. Trotzdem, bei der Masse an Menschen, die es versuchen, wird es immer einige geben, die es über eine gewisse Zeit schaffen. Du solltest dich aber davon verabschieden, dass du zu diesen Glücklichen zählst. Genauso wie, dass ich sage, du solltest kein Lotto spielen. Natürlich gibt es immer wieder mal einen Lottogewinner, aber statistisch gesehen verlierst du. Dementsprechend solltest du auch dich nicht von Aussagen von 15% bis 20% irgendwie triggern lassen, weil das nahezu unmöglich ist. Und genauso wenig solltest du auf irgendwelche vermeintlichen Supersysteme wie irgendwelche Algorithmen, IT-technischen Bots und sonst was vertrauen, die angeblich die Zukunft besser vorhersagen können als die Menschen. Das klingt alles ganz toll, futuristisch und gut, funktioniert am Ende aber auch nicht. Auch die beste Technologie schafft es nicht bisher im Durchschnitt, diese Marktrendite auf lange Sicht mit Sicherheit zu schlagen. Es ist einfach nicht möglich. Du kannst dir das vorstellen wie den Besuch im Casino. Wenn du das erste Mal ins Casino gehst und dort 100, 200, 300 Euro gewinnst, dann hast du Blut geleckt, machst weiter und willst nochmal was gewinnen, weil dir klar wird, wie einfach das war. Also machst du weiter. Statistisch gesehen bleibst du dabei und am Ende gewinnt das Casino immer. Über die Masse gewinnt die Bank oder das Casino immer, weil die Leute von ihrer eigenen Gier getrieben sind, immer weiterzumachen. Und diese Psychologie solltest du einfach verstanden haben, dass du genauso am Aktienmarkt langfristig nicht, indem du die Grundregeln von 120 Jahren wissenschaftlicher Forschung ignorieren und umgehen kannst. Es ist am Ende die Marktrendite und es ist wichtig, sich damit zufrieden zu geben und zu akzeptieren, dass das, wenn man das einsammelt, im Schnitt pro Jahr schon eine sehr, sehr gute, attraktive Rendite ist. Ich höre manchmal Leute sagen, die mir dann erzählen, ja, aber ich kenne jemanden, mein Schwager, mein Onkel, mein Freund, mein sonst was, der hat schon mal mit XY sein Geld verdoppelt. Vielleicht
hast du auch so jemanden in deinem Umfeld und denkst daran und fragst dich, warum hat das denn bei dem funktioniert? Ich will das genauso. Auf den ersten Eindruck nachvollziehbar. Andererseits, die Frage ist doch, kann dieserjenige das mit Gewissheit immer wieder wiederholen? Schafft er es, diesen Erfolg zu rekonstruieren und immer wieder erneut abzuholen? Und da, glaube ich, merkst du so langsam, das ist nicht möglich. Jemand, der einmal irgendwo einen Erfolg hatte, in dem Bereich, was weit über der Durchschnittsrendite des Marktes liegt, ist meistens auf Glück und Zufall zurückzuführen. Aber nicht auf ein System, was er immer wiederholen kann. Genauso ist es, dass du im Kryptobereich auch dort mit einer hohen Wahrscheinlichkeit keine gute Rendite abholen wirst. Du magst vielleicht jemanden kennen, vielleicht, der mit Kryptowährungen Geld verdient hat. Ich bezweifle, dass du jemanden kennst, der damit wirklich viel Geld verdient hat. Und selbst da ist es wieder ein Zufallsprinzip. Und auch bei den Aktien. Wenn dir jetzt jemand in deinem Umfeld erzählt, er investiert in Tesla, in Apple, in Amazon, in Google etc. Meistens hat diese Person relativ wenig Ahnung und kauft diese Aktien lediglich, weil sie das Produkt oder die Dienstleistung toll findet, die das Unternehmen anbietet. Natürlich kann man die Apple-Produkte toll finden. Das heißt aber noch lange nicht, dass man all sein Geld in Apple stecken sollte. Man muss das unterscheiden zwischen dem Produkt und dem, was dieses Unternehmen an Potenzial hat. Und welches Potenzial welches Unternehmen hat, wissen wir alle nicht. Wir alle kennen Firmen wie Praktika, Schlecker, Kodak, Nokia, Air Berlin, Wirecard. Viele Firmen, die mal ganz groß waren und jetzt gar nicht mehr existieren. Das heißt, sich auf ein Unternehmen zu verlassen, ist einfach geisteskrank. Es macht keinen Sinn. Und dementsprechend bestätigt, wie auch die Wissenschaft, ist diese extrem breite Streuung das Beste und Sicherste, was wir tun können mit unserem Geld. Und deshalb ist es auch relativ nachvollziehbar und logisch, dass es aus der wissenschaftlichen Seite mehr als 1000 Studien darüber gibt, dass dieses Investieren in einzelne Aktien, in einzelne Assets keinen Sinn ergibt. Wenn du jetzt aber wissen willst, wie du es angehst, wie du es schaffst, konstant, kontinuierlich, wiederholbar attraktive Renditen abzuholen, bei einem kleinen Kostensatz, sodass der Großteil der Rendite am Ende bei dir und deinem investierten Geld hängen bleibt, dann kannst du dich gerne an uns wenden. Tagtäglich helfen wir Menschen genau bei dieser Frage und sind in den letzten 8 Jahren darauf spezialisiert, ausschließlich dieses Thema zu beraten. Wenn du also möchtest, dass du mal mit uns als unabhängigen Honorarberater darüber redest, dann geh einfach mal auf www.tappeconsulting.de. Den Link findest du unten auch in der Beschreibung. Und dann buchst du am besten noch gleich heute einen kostenlosen ersten Termin mit uns, in dem wir uns kennenlernen, über deine Situation sprechen, über deine Anlagen, die du vielleicht bisher getätigt hast, und sprechen darüber, wie du es für die Zukunft noch besser angehen kannst, damit du dir in Sachen Altersvorsorge und Vermögensaufbau einfach keinen Kopf mehr machen musst und einen großen, dicken Haken an das Thema Altersvorsorge und Geldanlage machen kannst. Und dann brauchst du auch nicht mehr diese allgemeinen Finanznews zu verfolgen, dich jedes Mal zu fragen, welche Botschaft jetzt richtig sein könnte und welche nicht. All das hast du damit mit einem Schlag erledigt, weil wir dich so weit aufklären und dir helfen, für die Zukunft diese ganzen Themen gar nicht mehr zulassen zu müssen. Also ich freue mich, wenn wir uns persönlich kennenlernen und dann mal über deine Situation sprechen. Bis bald, dein David.